Zwei Personen, die sich in dem Zelt befanden, wurden verletzt. Bildrechte, MDR Bernd Merz. Heftige lokale Gewitter haben im Erzgebirge Schäden angerichtet. Betroffen war nach Informationen von MDR Sachsen vor allem die Region um Grünhain-Beierfeld. Dort zog laut Feuerwehr eine Windhose durch den Ort. Zahlreiche Bäume stürzten um. Die Feuerwehren aus Waschleite, Beierfeld, Grünhain und Bernsbach sind mit etwa 40 Kameraden im Einsatz. In Grünhain stürzte ein Baum auf ein Zelt, in dem sich zwei Camper aufhielten. Sie wurden nach Angaben eines Reporters leicht verletzt. Auf den Spielplatz im Biergarten in Waschleite stürzte eine große Kiefer. Bildrechte, MDR Bernd Merz. Im Biergarten eines Hotels in Waschleite stürzten nach der Windhose mehrere Bäume um und zerstörten Tische und Stühle sowie Spielgeräte. Parkende Autos wurden knapp verfehlt. Zum Zeitpunkt des Sturms war niemand im Biergarten. Teilweise fiel in der Region der Strom aus. In Schneeberg musste die Feuerwehr ebenfalls wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Die B169 war nach Angaben eines Reporters zeitweise gesperrt, weil ein Baum auf die Straße stürzte. In Leipzig waren nach Angaben des Netzbetreibers mit Netz seit dem Nachmittag knapp 6.000 Haushalte ohne Strom. Betroffen waren die Stadtteile Engelsdorf, Alten, Balsdorf, Mölkau und Holzhausen.